Ich schließe jetzt meine Augen. Ja. Gerade hier auch zu spannend. Hallo. Hallo. Das ist ja immer hübsch noch. Ja, wir stehen ja noch nicht an. Das ist doch nicht mehr viel zu retten, aber. Ja, wir als Generator sagen natürlich typischerweise für alle Menschen, die, mit denen wir viel Kontakt haben, einen Namen. Und deswegen ist dein Gebärdenname, schau mal, so mit drei Fingern. So über die Brust geschlagen. Ja. Genau. Jetzt wunderst du dich vielleicht, woher das kommt. Dein Familienname ist dein eigener. Und wir als Planlose haben das quasi abgeleitet aus Dänemark. Und deswegen ist dein Gebärdenname quasi von der Gebärde Dänemark abgeleitet. So ein bisschen wellenartig wie die Wellen vom Meer, genau so ein bisschen runter und von links. Dann geh ich gleich mal hier rüber. Oh, geil, ey. Boah, wir sind zusammen, ne? Wir müssen zusammen, ne? Ja. So, Dave Elliott. Hallo, ich bin Benny Fischler und das ist mein Name in Gebärdensprache. Machst du da? Aber sonst war es super. Danke, gleichfalls, ciao. Genau, und dann im Nachhinein einfach nur noch den Tor. Der schießt eh kein Tor. Hat nicht mal eine gute Behandlung. Ich hab das Fuck haben. Ich hab eine Chance. Ich hab so Hunger. Und? Okay, einfach eine gute Kamera. Ja, ich muss mal gucken. Katie. Wie geht's? Das ist super. Jo. Kannst du mal ein bisschen höher filmen? Kamo, was geht ab? Nix. Zeig nochmal. Stabil. Ist gut, ne? Jonas, jetzt du? Nee. Das ist so ein Ding. Zeig. Ist so ein bisschen näher mit der Kamera an mein Gesicht. Gib mal einen Kuss. Kiss mal. Oh Gott, nee. Da will ich keinen Kuss. Gib mal einen Kuss. Hallo? Karl, du entscheidest? Halb zwei? Oh, Baby. Hast du alles drauf heute? Ja, du? Ja. Ich glaube, wir können es dann gut abstimmen nachher. Okay. Wegen ein gutes Video, glaube ich. Schneidest du das heute? Nee. My name is Lewis Holtby and this is my first drink. Ja, zuerst haben wir das Foto mit den DFL-Leuten gemacht. Ich glaube, das waren so 5-6 Fotos. Jetzt haben wir gerade unseren Namen in Gebärdensprache gelernt. Mein Name ist zum Beispiel Jo Nass, wegen mein Grüppchen, wenn ich lache. Ja, also die haben sich für jeden so ein markantes Zeichen ausgedacht, was man dann als Gebärdensprache nehmen kann. Bei mir ist es bei meinen Seiten hier. So. Und ja, genau, das ist das nächste, was wir machen müssen. Und so sieht's aus.
Wir warten eigentlich auch, dass wir geschminkt werden. Und dann? Ein bisschen. Dann müssen so, wir bei der Gebärdensprache, glaube ich, mein Zeichen einmal. Sehr gut. Und dann sind wir auch hier. Oder? Guck mal, der weiß gar nicht. Ich warte. Was machst du denn überhaupt hier, Lasse? Hier? Ja. Fotoshooting. Ein bisschen mit ihm abhängen. Ein bisschen Spaß haben. Das ist gut. Einfach lächeln und winken. Gib mir den Zettel. Ja! Komm mit. Wir wurden jahrelang bei der Ausbildung, ne? Ja. Schminken und wie heißt das? Make-up, genau. Ja. Dann nehmen wir einfach ein bisschen Rouge. Hier ist meine. Hier, das ist die Wimperntusche, oder? Ne, das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Aber übertreibt nicht. Jetzt seht ihr schon in dem Kontrast und ja. Genau. Sieht auf jeden Fall besser aus jetzt. Wenn ihr gerne eine Ausbildung bei mir machen wollt, dann meldet euch einfach bei mir. Das ist gar kein Problem. Das zeige ich euch. Das ist alles hier in Holstein. Test bestanden. Bis zum nächsten Mal.